Der philosophierende Gärtner Karl Förster kannte sich aus mit dem Werden und Vergehen. Was vergangen ist, kehrt nicht wieder. Aber ging es leuchtend nieder, leuchtet's lange noch zurück. Und ein so strahlender Sonnenschein wie dieser hier wird ganz sicher noch oft zurückleuchten. Mein Name ist Havelock und ich habe gehört, dass in diesem Hause Geist und Niveau, Intellekt und Wissen ganz besonders gepflegt werden. Aber wie lautet da das große Dichterwort? Wer viel schon weiß, wird alles wissen wollen. Und dazu könnte Ihnen dieses Lexikon verhelfen. Eine 30-bändige Exklusivausgabe, die Sie, auch wenn Sie sich noch so viel Mühe geben würde, nirgendwo im Buchhandel erwerben könnte. Also, aufgepasst! Wussten Sie schon, dass der Balkaschsee in Sibirien eine Oberfläche von 18.331 Quadratkilometern hat? Ja. Gut. Wussten Sie schon, dass der Yangtze-Kiang in China eine Länge von 5.440 Kilometern hat? Ja. Gut. Wussten Sie schon, dass der höchste Berg Südamerikas der Ilampu ist mit 6.973 Metern? Nee. Aber ich glaube, da irren Sie, Meister. Der größte Berg Südamerikas ist der Aconcagua. Und der ist noch 31 Meter höher als der Ilampu. Oder, Elchen? Nee, der höchste in Südamerika ist der Cotopaxi, wa? Tutti. Der Chimborazo, Mensch. Arschklar, der Chimborazo. Bestimmt nicht, ich schwör's dir. Das ist 100% der Aconcagua. Du hast wohl einen Schatten, Vater. Gut, bitteschön, sei es drum wurscht, aus was anders. Also, wussten Sie zum Beispiel schon, dass Immanuel Kant in Königsberg gesagt hat, gut und böse sind die Vorurteile Gottes? Das war Friedrich Nietzsche und nicht Immanuel Kant. Und schon gar nicht in Königsberg. Kant? Hat der nicht gesagt, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person jedes anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals nur als Mittel brauchst? Genau, Elschen. Das war Kant. Gerade heute Morgen habe ich mich mit Frau Klumpke darüber unterhalten beim Bäcker. Frau Klumpke? Man wollte die nicht die Existenz einer vierten Dimension grafisch nachweisen? Wollte sie, hat sie auch? Wollte sie nicht, jedenfalls nicht ernsthaft. Sie war nur an meine Thesen zu diesem Problem interessiert. Neugierde, weiter nicht. Okay, okay. Wie viel sind 17 Grad Fahrenheit in Reaumur? 16,8. 120? 39,1. 160? 56,8. Scheiße. Nennen Sie den Namen der Zwergaffenart, die am oberen Amazonas lebt, mit weißflaumigen Haarpinseln an den Ohrrändern und die sich vorwiegend von Früchten, Insekten und kleinen Vögeln nährt. Weißohrkrallenaffe. Schnauze. Das nicht. Das gibt's alles auch gar nicht. Du schmeißt mal nicht gleich die Flasche in den Korn, ja? Wenn meiner Tochter das Ding gefällt, nicht? Dann kaufen wir es vielleicht doch noch. Ist gar nicht so schlecht. Hier steht zum Beispiel astrein und glasklar. Hm. Eugen Theodor Filbert, Professor Dr. Phil. Ja, Dr. Reanat. Dr. Reapol. Und dann ist da noch ein sehr anständiges Foto von dir drin. Sag mal. Na, sehen Sie. Aber leider steht hier, du hättest den Nobelpreis erst 76 gekriegt statt 74. Was? Dann ist das ein Scheißlexikon.